Hallihallo und herzlich willkommen. Ich habe mal wieder eine neue Runde für euch. World of Tanks. Mann, ist das laut. Moment. So. Ich habe inzwischen den T-44, den Medium-Russen der Medium-Tanks der Russen. So, ich bin noch ein bisschen durcheinander, weil die Runde ist wirklich gerade eben erst passiert und es ist wirklich eine meiner allerbesten Runden, die wir jetzt gemacht haben. Es ist wieder ein schönes Panzer hier auf der Kanone, ne? Ich bin Top-Tier, das macht es also deutlich einfacher. Wir haben ganze 4 Achter und ansonsten nur 7er und 6er. Das ist natürlich für sowas wie ein T-44 eine absolute godlike Team-Composition, weil ich jeden im Prinzip wegpieken und wegsnapshotten kann. Und auch mit meiner View-Range nicht so sehr in die Bredouille komme, was ja sonst immer ein bisschen ein Problem ist. Vor allem die Karte hier eigentlich natürlich hervorragend, die Mobilität des T-44 auszunutzen, denn der hat eine unglaublich gute Mobilität und eine ziemlich gute Kanone. Also auch während man fährt und sowas, seht ihr gerade, geht die nicht so wahnsinnig weit auf. Ich dachte mir, ich mache hier erstmal einen schönen First Peak, da man die Lights das nicht machen. Da, bapp, und habe den T-34-3 getroffen im Gegnerteam. Kleiner Spoiler, der wird übrigens der Beste aus dem Gegnerteam werden. Ich habe da am Ende auch nochmal ein paar Bilder von der Erfahrung zumindest her. Hab mir gedacht, okay, wenn ich jetzt hier einmal gespottet wurde, fahre ich lieber woanders hin, ne? Weil wir haben eine Arti im Gegnerteam. Der hat mich auch fast gehittet. Jetzt bin ich so, hä? Lorraine? Wo habe ich denn Lorraine gesehen? Oh, da ist eine Lorraine. Und, ja gut, eine Lorraine natürlich auch ein gefundenes Fressen, ne? Das ist einfach so ein Papierding. Da habe ich schon vorgesagt, wenn ich die noch länger überlebt, dann lade ich gegen die nochmal HE, aber Rentnerreflexe am Start. HE habe ich nicht gebraucht, zweiten Schuss habe ich nicht gebraucht. Gab aber jedenfalls schon mal nochmal Damage. Also habe schon zwei Leute einfach beschädigt. So, da kommt der nächste Kandidat hoch. Ja, gehen wir auch noch einen Snapshot rein. Da war ein bisschen lucky, dass er nach rechts geflogen ist und dadurch genau die Seite vom Turm. Ich habe da schlecht gezielt eigentlich. Aber ich habe immer so jetzt den Ansatz gehabt, okay, ich bin gespottet worden, ich habe jemanden beschossen, ich fahre woanders hin. Die Su-100 steht da anscheinend nicht gut, die wird nämlich auch von der Seite beschossen, die wurde da wohl gesehen beim Hochfahren, also generell, die Gegner haben auch eine ganz gute Sichtweite, also wenn man hier einmal hochfährt, wenn man was gegenüber aufmacht, sollte man sich auch verziehen. Das ist so auch mein Ding, ich gucke jetzt hier wieder hoch, der Panther guckt nicht zu mir, da habe ich versucht das abzuschießen, aber nicht getroffen. Passiert mal. Dumm gelaufen, aber die Kanone ist schon sehr, sehr, sehr gut. Ich nehme die kleine. Es gibt noch eine große Kanone mit irgendwie 175 Pen und 390 Alpha, die alte KV-1S-Kanone oder IS-Kanone, die aber deutlich ungenauer ist und deutlich mehr Probleme hat. Und hier den mit dem Chiri rechts, der ist lecker. Und der M10 müsste weggefahren sein. Chiri, hier, bam, drin, da haben die Kette gezogen. Der steht also jetzt gespottet da oben mit gezogener Kette in Chiri, ne, ein absolutes Papierding. Währenddessen ich hier mit meiner Panzerung eigentlich schon ab und zu mal was bouncen können sollte, wenn ich hier irgendwo aufgehe oder doch mal beschossen werde. Bis jetzt wurde ich aber noch nicht einmal beschossen. Ich habe bis jetzt immer nur Sachen aufgedeckt, was natürlich sehr, sehr angenehm ist. Ihr seht hier, dass ich ein bisschen durch die Gegend nuke und immer versuche, ein bisschen aufmerksam zu sein, wo Leute herkommen. Schon wieder der T-34-3. Hier haben wir noch eine mitgegeben. Diesen habe ich zweimal an der gleichen Stelle gepiekt, ja. Man muss ja auch mal ein bisschen seine Gewohnheiten, seine Taktik ändern, sonst weiß die Art hier irgendwann, wo man pieken will. Deswegen habe ich das Gefühl, der AMX 12 Tonnen hat ja eigentlich eine ganz gute Position. Wenn die irgendwo nochmal hochgehen, da geben wir ihm noch einmal eine mit. Und dann, weil hier ist gerade kein Gegner oben, die haben sich alle nach unten verzogen. Ich glaube, jetzt sind gleich da, genau, der T-34-3 da rechts. Wenn der oben rumfährt, könnte man ihn hier beschießen zwischen den Häusern. Aber ich glaube, der fährt nicht so. Ne, der fährt weiter unten rum. Der ist nicht so weit hochgefahren. Hier haben wir den gegnerischen Typ 64, der Bock hat. Klar, nehmen wir mit. Haben wir unseren ersten Kill. 1400 Damage schon. Läuft alles insgesamt. Hier habe ich unser Su gesagt, dass sie runterfahren soll, weil sie anscheinend keinen sechsten Sinn hat und ich bin relativ sicher, dass sie vom Typ 64 gespottet wurde. Und das hat sie auch mitgenommen erstmal. Der Karo steht immer noch da hinten. Es ist gerade ein bisschen festgefahren, aber unten der Strand wurde von unseren Leuten erobert. Die können da also gleich hinten rumfahren. Das ist mir, glaube ich, im Match gar nicht so aufgefallen. Ich bin hier noch ein bisschen am Gucken. Ich wollte denen dort helfen gegen den Karo. Nicht so gut. Dann hatte ich hier, oh, ich hätte weiter oben rumfahren sollen. Da ist nämlich ein Nashorn hinten offen. Natürlich auch wieder Papierpanzer, die man sehr, sehr schön reinsnippern kann. Ne, und gerade nur so 100 zusammen hier, soll das gut sein. Ihr seht schon, die, ne, das sind keine Ahnung. Das sind das 300 Meter. Ich kann da ganz entspannt drauf schießen. Der Nashorn ist auch nicht wahnsinnig klein, aber ich muss im Prinzip nicht einziehen. Ich hätte auch sofort schießen können, wahrscheinlich trotzdem das Nashorn getroffen. Zu 60-70% zumindest. Haben wir hier noch einen nächsten Kunden in M10. Guten Tag. Erstmal die Kette ziehen. Also ich ziehe hier gar nicht komplett ein. Ich bin eher so am, okay, ich fahre da mal hin und gebe ihm. Nächster auf dem M10.
Jetzt wäre ich hier ein bisschen gierig. Dachte mir so, ah, nee, mal lieber nicht gierig werden. Fahren wir lieber mal ein Stück weg. Und da ist eine Schutzwagen abgeprallt. Schön, als ich quer stand. Habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass der mir oben über die Motorhaube geschrammt ist, sozusagen. 730 PM hat schon ordentlich gefressen. Wahrscheinlich genau von diesem Schutzwagen. Habe ich, glaube ich, rangepinkt, wo der ungefähr stehen müsste. Aber ich kann mich ja hier oben reinstellen, da sollte ich nicht offen sein. Und dort drüber snipen. Da habe ich so ein bisschen die Flanke von dem und der fährt fies vor. Ich glaube, das ist ein Schornstein. Genau, da sieht man den Schornstein. Der ist leider genau dazwischen. Deswegen hat der, musste mich entscheiden, links oder rechts vorbei. Und jetzt fährt er ein Stück vor. Ich glaube, dann kann ich nicht mehr beschießen. Leider Gottes. Das heißt aber, wir haben gerade die Mitte verloren. T34 und Panther haben die Mitte aufgeräumt komplett. Wir haben also die komplette Kontrolle über die Mitte der Karte verloren. Währenddessen unsere Leute vom Strand hochgefahren sind und dort gerade versuchen, ein bisschen aufzuräumen. Das bedeutet aber natürlich, dass ich nicht dort weiter mich beschäftigen kann, sondern ich überlasse das der 230 PM, dem AMX und so. Ich hoffe, dass die eine Weile überleben. Und will eigentlich hier versuchen, irgendwie die Mitte wieder unter Kontrolle zu bringen. Was bedeutet, ich habe einen Panther mit 400 HP vor mir, weil der T34-3 ist offensichtlich zurückgefahren. Es steht 11-11, das ist echt ein knappes Ding hier. Wir müssen ein bisschen leisten. Und ich habe eigentlich nicht davon ausgegangen, entweder fährt der Panther vorwärts oder fährt zurück. Und hier habe ich noch geguckt, ob ich den Jagdpanzer kriege, aber kriege ich nicht. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, ne, meine Leute hinten sind gefallen. Ich habe noch eine Art hier und eine Su 130 PM, mit der muss ich jetzt irgendwie spielen. Gegen vier Gegner, den kriege ich gerade so nicht rein. Und es ist nicht mehr ganz klar, wo der Panther ist. Das ist jetzt so ein Knackpunkt. Ich dachte mir, erstmal muss ich den Panther hier rauskriegen. Der ist ein Two-Shot für mich. Und der hat eine ganz gute Sichtweite und auch eine ganz gute DPM, den will ich eigentlich nicht haben. Deswegen gucke ich mal hier so ein bisschen, ob der irgendwo hier in der Mitte noch zu finden ist. Und gucken wir mal. Da ist ein Panther. Und der hat natürlich nicht so eine gute Pen, wenn er direkt frontal vor mir steht. Okay, so ein T-44. Und die habe ich mit 400 vom Strutzwagen geholt. Das muss jetzt nicht unbedingt nochmal sein. Aber das ist der erste Schaden, den wir gekriegt haben, bei 2800 Damage und 1000 Assist. Das ist so ein bisschen, ich will jetzt eigentlich nicht auf die Stellung einfach blind drauf fahren, weil ich vermute, dass Jagdpanzer 4 und Strutzwagen, die kriege ich nie und nimmer auf, wenn die in dem Busch stehen, bevor ich da irgendwie selber in Sichtweite komme. Deswegen, diese 130 PM auf der Ostflanke steht einfach nur. Die M44 scheint sich jetzt in eine andere Position bringen zu wollen, um besser schießen zu können. Und ich nutze die Zeit, um mal die Flanke zu wechseln, weil ich eigentlich nicht will, dass ich einfach mitten drauf fahre auf die Gegner. Ich dachte mir so, also, ihr könnt ja hier jetzt in der Mitte, hier den Bereich, wo ihr mit meiner Maus ist, einnehmen, was ich eigentlich als ganz sinnvoll ansehe, weil die wahrscheinlich alle irgendwo hier hinten drin in dem Bereich sitzen werden. Also kann ich das hier einnehmen und gucken, ob ich von hier aus irgendwas sehe und erstmal von da aus weiterbauen. Mir wird gerade angepinkt, dass K0 gegen den Strutzwagen ist. Das habe ich jetzt erst gesehen, dass das im Chat geschrieben wurde. Ja, nicht ganz so wichtig. Meine Idee ist jetzt ein bisschen zu warten, bis die M44 sich irgendwie wieder in Position gebracht hat. Bis hoffentlich die 130 PM, die will ich benutzen. Deswegen bin ich überhaupt drüber gefahren, dass wenn ich was spotte, dass die auch mit schießen kann. Nicht, dass die vielleicht irgendwie plötzlich überrollt wird, weil die Gegner sollten auch wissen, dass die wenig HP hat. Und ein Strutzwagen oder ein Jagdpanzer, ne, würden die alle one-shotten. Und zumindest der Schutzwagen könnte den Schuss noch aushalten, was ein bisschen bedeuten würde, dass es problematisch ist. Ich glaube, eigentlich bin ich jetzt angepinkt, dass ich Hilfe brauche, um ein bisschen um Signal zu geben. Okay, hier Leute, ich mache was. Ich fahre jetzt hier näher ran. Ich will jetzt irgendwie, brauche jetzt irgendwie eure Hilfe. Da ist der Jagdpanzer. Und da ist der Schutzwagen, der zum Glück in meine Ketten schießt und ich habe einfach reingesnappt. Und hier sehe ich sogar, dass links die Arti steht. Ist mir jetzt erst aufgefallen, dass die auf mich geschossen hat. Und da hat die Su 130 PM geschossen, die Arti hatte geschossen. Das war mir nicht klar, deswegen bin ich hier nochmal in Sicherheit gefahren. Ich hätte einfach schön stehen bleiben können und der Arti geben. Egal, 730 PM nimmt das. Die hat halt ordentlich Damage pro Minute und jetzt ist es relativ entspannt. Wir haben eine Arti, wir haben ordentlich Support hier gerade. Wir müssen halt nur so spotten, dass wir nicht sterben. Das ist alles, was ich hier tun will. Irgendwie nochmal rumfahren, da haben wir nochmal jemanden. Der ist zu langsam in der Drehung. Die Arti macht ihn weg. Jetzt haben wir hier einen Jagdpanzer 4. Und ja, ich mache hier noch eine Runde Sidescrape. Aber der kommt, trifft wahrscheinlich meine Unterboden. Aber das ist vollkommen egal. Also ich meine, ich kann das jetzt hier einfach ausrambohen. Und der hat sogar nochmal meine Kette geschossen. Und damit ist es gefressen. Also wir haben hier insgesamt fast 4000 Schaden plus 1700 Assist Damage. Wir sind fast bei 5000 kombinierten Schaden.
Das war, glaube ich, einer meiner aller besten Medium-Achter-Runden. Ich bin immer noch ziemlich hyped. Und ich bin der Meinung, ich habe das hier wirklich gut gespielt, indem ich versucht habe, überall ein bisschen Nadelstiche zu setzen, dadurch sehr viel Präsenz in der Mitte gehabt habe, an unterschiedlichen Stellen, wodurch alle ein bisschen zurückhaltender spielen mussten. Ich glaube, sonst wären wir hier einfach überrannt worden, wo es dann zwischendurch hatten, wie die Gegner 2-3 Panzer Vorsprung. Wären sie da vorwärts gefahren, hätten wir ein Problem kriegen können. Haben sie zum Glück nicht gemacht. Und wir haben das noch ganz gut carryen können. Also das war eindeutig ein Carry von mir. Ich habe hier 500 Base XP mehr als der Platz 2. Ich habe so viel XP wie der Drittplatzierte im Gegnerteam noch extra zu meinem Platz 2. Also das haben wir auf jeden Fall wir hier durchgecarried. Dass die Lorraine da ganz am Anfang gemacht hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall Großkaliber, Supporter, also Unterstützer. Das war eine echt nice Runde. Hat richtig Spaß gemacht, aber ich war auch fucking OP. Ne? Mit richtig starken 8er Medium, mit nur 3 Achtern im Team. Da hat Wurgen gesagt, hier, 4 Achter. Nimm das Game und gewinn es. Habe ich getan. Danke, Wargaming.